Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Video, denn heute geht es um die Flops des Jahres 2023 und das sind alles Filme, die mich enttäuscht haben, die vielleicht grundlegend solide waren, aber manchmal dann auch einfach ich zu hohe Erwartungen dran hatte oder ich einfach keinen Spaß im Kino hatte. Filme, die einfach vielleicht ein bisschen zu zäh waren, und da starten wir direkt rein mit Aus meiner Haut. Der Film hat eine super spannende Idee, aber ist in der Umsetzung viel zu verkopft gewesen und dem fehlt komplett der Drive, dass man in diese Welt hineingezogen wird. Kollegin hat gesagt, ideale Vorlage für ein amerikanisches Remake, kann ich nur bestätigen, hoffe, da kommt auch eins, weil teilweise auch das Schauspiel der deutschen Darsteller nicht wirklich gut war. Ebenso ein bisschen zäh war Knock at the Cabin, ein Film, wo sehr viel drum gehypt wurde. Was ist es denn jetzt genau und wie ist die Prämisse? Am Ende ist die Story leider relativ dämlich gewesen. Ein sehr vielversprechender Cast. Ich mag Dave Bautista sehr gerne, aber der Film versucht so tiefgehend zu sein, aber am Ende ist er einfach nur sehr, sehr simpel und in meinen Augen einfach leider kein guter Film geworden. Ebenso geht es weiter dann mit keinem guten Film, nämlich Quantumania. Und der Film ist, glaube ich, einfach so komplett auf die Schnelle irgendwie mit 1000 Änderungen zusammengeschustert worden. Vor allem sehen so die Effekte aus. Und das ist jetzt auch, was man gehört hat, so als Hintergrundinformationen aus der Effektindustrie auch so gewesen. Dementsprechend, die Story ist zusammengestückelt, immer wieder Änderungen, dies, das, hier, und es funktioniert leider nicht so wirklich. Und emotionale Momente gibt es in dem Film gar nicht, und wenn, dann sind sie nicht wirklich tiefgehend. Der Film ist einfach kein guter geworden. Da war The Marvels besser und das muss schon was heißen. The Marvels war nicht überragend, war solide, aber Quantumania ist einfach von etablierten Figuren kein guter Film gewesen. Dann kommen wir zu einem Overacting Deluxe, nämlich Tar. Ich fand den super anstrengend. Der Film ist extrem lang. Es gibt teilweise nur eine Einstellung, wo Cate Blanchett in einem Interview quatscht, 12 Minuten lang, und es ist einfach todlangweilig und null inspirierend. Dann die Musikszenen super am Overacten teilweise, aber insgesamt auch verhältnismäßig wenig Musik mit drin. Und das ist so ein gewolltes, erzwungenes Drama, was am Ende so, finde ich, gar nicht funktioniert hat. Ich fand den Film ultra anstrengend und auch nichts Besonderes. Da gab es deutlich bessere in dieser Hinsicht. Shotgun Wedding ist wieder für eine etwas simplere Story bekannt, nämlich ja, Jennifer Lopez mal wieder. Die Action ist sehr schlecht, grauenvoll inszeniert. Es wirkt einfach so, als wenn sie auf eine Insel gegangen wären und gesagt, ey, wir machen Party und wir drehen noch einen Actionfilm. Wäre doch ganz lustig. Naja, die Figuren sind alle schlecht geschrieben. Der Film war am Ende komplette Zeitverschwendung. Den braucht man sich auf keinen Fall anschauen. Der war ultra schlecht, leider. Ein Film, der gar nicht so schlecht war, nämlich Asteroid City, geht allerdings auch nur 106 Minuten. Trotzdem hat sich diese Laufzeit extrem zäh angefühlt. Es ist zwar eine abgedrehte Geschichte, hat auch ein paar lustige Elemente mit drin, doch insgesamt habe ich deutlich mehr erwartet, was den Cast und das Ganze angeht. Das war mir zu verkopft, zu möchte gern besonders, und ja, da wäre irgendwie eine Story mit einem Hauch mehr Drive deutlich besser gewesen. Mehr Drive hatten sie auch bei My Big Fat Greek Wedding 3, und der Film ist leider eine der schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten geworden. Der Trailer verspricht einen Film, der eigentlich so am Ende gar nicht auf der Leinwand läuft. Das ist komplett anders, das ist irgendwie zusammengestopselt, als hätten sie keine Ideen mehr gehabt. Was machen wir denn da jetzt draus? Und dieser Film war ebenfalls einfach nur komplett verschwendete Lebenszeit. Schlimm gespielt, schlimm gedreht auch teilweise, unsauber, also keine Empfehlung gewesen damals und jetzt immer noch nicht. Große Ambitionen hatte das Fliegende Klassenzimmer, und ich liebe die alten Verfilmungen, und man muss sagen, die neue hier jetzt, diese Neuauflage, wo sie viel verändert haben, ist komplett gegen die Wand gefahren worden. Der Film war komplett falsch konzipiert, dem fehlt das Gespür für Figuren und für emotionale Momente. Es wurden Sachen verändert, die gar keinen Sinn machen. Es wurde aus einer Perspektive erzählt, die so schlecht war, und die emotionalen Momente, die da diese Vorlage, die genial ist ja eigentlich, schon bereithält, die zerstört man mit Änderungen so komplett, dass einfach keine Emotionen mehr in diesem Film sind. Das ist wohl mit der schlechteste Kinder-Jugendfilm des Jahres geworden, und ich fand ihn einfach nur grauenvoll. Ebenso grauenvoll, aber schon erwartbar grauenvoll, war The Expendables 4. Und da haben wir zum einen die super schlechte Action mit dem grauenvollen CGI, und leider macht die Action hier nicht mal wirklich Spaß. Das ist ein Spin-off, das ja eigentlich mit Christmas geplant war, also Jason Statham, aber dann irgendwie unkonzipiert wurde zu einem Hauptteil.
Und eigentlich wäre es besser gewesen, das so zu lassen, weil dieses große Hauptteil-Ding hat hier gar nicht funktioniert. Und die Action ist einfach super belanglos, die Geschichte ist nervig und kacke. Also dieser Film ist wirklich in jeder Hinsicht nicht gut. Und da hoffe ich, dass Jason Statham vielleicht mal demnächst ein bisschen besseres Gespür hat, was die Filme angeht, weil so einen schlechten Film hat er schon ewig lange nicht mehr gemacht. Ein Film, der große Ambitionen hatte, war Wish. Und da hatte Disney wieder alles reingesetzt. Ey, das wird der Weihnachtsfilm des Jahres. Allerdings ist das Ganze ohne Substanz gewesen. Die Geschichte hat keine große Entwicklung der Figuren. Die können schon alles. Die entwickeln sich nicht, die sammeln keine Erfahrungen. Das Ganze wirkt am Reißbrett zusammen konzipiert und vor allem komplett durchkalkuliert. Die Songs sind grauenvoll gesungen und auch geschrieben. Und dazu ein Film, wo ich am Ende rausgehe und sage, es waren 3 gute Gags, 4 gute Gags dabei, die waren alle von der kleinen Ziege, das als netter Sidekick, aber auch nicht wirklich mehr bringt. Am Ende ein Film zum Vergessen, da gibt es deutlich bessere Kinderfilme, die jetzt zu Weihnachten im Kino laufen. Die Wandernde Erde 2 läuft auch bei uns im Kino schon Ewigkeiten draußen. In China war dort ein Riesenerfolg. Bei uns, muss ich sagen, hätte ich den auf jeden Fall nicht gebraucht. Der hat riesengroße CGI-Szenen, die aber nicht mitreißend sind. Die Action ist alles so belanglos. Man verbindet mit den Figuren gar nichts. Man kann nie zu diesen irgendwie oder null zu denen connecten. Das ist einfach komplett überflüssig gewesen, dieser Film. Und dementsprechend kommen wir zum nächsten Film, der gefühlt komplett überflüssig war, nämlich Rebel Moon Teil 1. Der Film hat ein grauenvolles Worldbuilding, also im Sinne von, ich will von dieser Welt gar nicht mehr erfahren. Da war die Wandernde Erde 2 sogar noch besser, was das Worldbuilding angeht. Aber hier bei Rebel Moon, ich will von dieser Welt nichts wissen. Es sind so bedeutungsschwangere Dialoge die ganze Zeit. Die Geschichte hat keine Substanz und ist vor allem von vielen anderen Sachen einfach inspiriert worden und eher schlecht geklaut als gut selber gemacht. Also dementsprechend in dem Fall aber auch wirklich schlecht geklaut. Und am Ende macht dieser Film einfach wenig Sinn und ist insgesamt sehr, sehr enttäuschend gewesen. Ein Film, der nicht schlecht ist, der solide ist, aber trotzdem für mich etwas enttäuschend war, war Mission Impossible 7. Und da hatte ich super hohe Erwartungen an den Film, weil der 6. Teil genial ist, wohl der beste Actionfilm der letzten 20 Jahre. Und dann muss man sich einfach sagen, dass die ganzen guten Action-Szenen alle schon vorher in Trailern oder Behind-the-Scenes-Clips sozusagen veröffentlicht wurden. Und dann ist der Film auch noch zu lang. Ich hätte beide Teile vielleicht in einen 2,5-Stunden-Film gepackt und nicht jetzt diesen langgestreckten ersten Teil, der wahrscheinlich so mäßig ist, und der zweite, der dann wirklich Substanz hat. Und dementsprechend alles in einem Film hätte, glaube ich, deutlich besser funktioniert. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch auf den nächsten Teil, auf den 8. noch länger warten. Deswegen, ja, war ich da ein bisschen enttäuscht, aber das ist im Verhältnis zu den anderen Filmen wirklich ein guter, solider Film. Die anderen sind wirklich Trash teilweise und nicht gut geworden. Dementsprechend am Ende schreibt mir mal eure Flop-Filme des Jahres in die Kommentare. Nicht nur welcher es war, sondern auch warum. Wäre interessant mal von euch das zu hören. Und ja, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. In diesem Sinne, hinterlasst auch eine Bewertung. Bis dahin, immer schön weiter zocken. Ciao!